Zu Hause bei einer Familie in Deutschland. Es sind Sommerferien. Mutter Barbara Bischitzki-Ehrlich und ihre drei Kinder haben Zeit, gemeinsam zu kochen. Auf den Tisch kommt, was schmeckt. Jüdische Essensregeln? Kein Thema. Und auch sonst merkt man erstmal nicht, dass sie Juden sind. Wenn die Leute erfahren, dass ich Jüdin bin, und nicht immer natürlich, aber manchmal hat man den Eindruck, dass sie nicht genau wissen, was darf ich jetzt sagen oder was muss ich lassen. Und ist eine Vorsicht. Die meisten Juden in Deutschland sind wie die Bischitzki-Ehrlichs nicht streng religiös und äußerlich nicht erkennbar. Stopp. Also jeder hat verrückterweise irgendeine Meinung über Juden. Obwohl es so wenige von uns gibt, ja? Dass Juden reich seien oder dass sie die Welt beherrschen, das kommt öfter. Andeutungen dieser Art erlebt die Familie nahezu täglich. Zeigen sie dennoch offen, dass sie jüdisch sind? Die Kette ist einfach ein Teil von mir. So. Weil ich habe sie zu meiner Bar Mitzvah bekommen. Das war auch ein großer Schritt in meinem jüdischen Leben, in meinem Leben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit der U-Bahn fahre oder in der Stadt rumlaufe, habe ich sie eigentlich unterm T-Shirt. So, damit, ja. Und warum? Weil man hat schon Angst, wenn man mit so einem Davidstern rumläuft in der Stadt und wenn man hört, was passiert auf der ganzen Welt mit allen möglichen, mit Juden, mit... Ja, und dann, deswegen habe ich sie auch unterm T-Shirt. Ja. Was die Bischitzki-Ehrlichs erleben, gilt für viele Juden in Deutschland. So eine Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld. In unseren Interviews wird deutlich, dass alle befragten Jüdinnen und Juden eigentlich tagtäglich erleben, dass sie nicht als gleichwertig betrachtet werden. Und das erleben sie an versteckten Andeutungen, an Hinweisen, an Fragen, warum bist du anders? Was ja schon der Einstieg ist zum Antisemitismus.